Perfekt geschnitten, oder? Also geschnitten habe ich ja nicht mehr was. Einfach perfektes Timing. Schön. Ich mag das Lied echt gerne. Ich habe das Lied gerne in der Playlist drin, ne? So. Wir sind jetzt... Haben wir die Erde jetzt schön da reingehauen, reingeklatscht. Das passt ja sehr gut. Kohle haben wir jetzt auch noch. Ja gut, die klatsche ich jetzt mal hier rein. Diesen Cobblestone brauche ich ja noch. Da muss ich ja noch was schließen gerade. Oh, guck mal einen an. Bin ich erstmal schön gegen die Wand gelaufen. Das glaube ich schon nicht. Dann wird die Mauer jetzt noch vernünftig gemacht. Also das ging ja echt schnell, diese Ecke jetzt, muss man so sagen. Und so sehen. Aber ich werde erstmal hier unten hinbauen. Ihr werdet schon gleich sehen, warum. Weil es eine ganz coole Möglichkeit gibt, dann hier weiterzubauen. Und zwar hier so. Ja, das funktioniert immer ganz gut. Halt nicht halt aufpassen, dass man nicht zu nah an sich rankommt und aus Versehen dann genau das passiert. Aber das war jetzt auch erst am Ende, ne? So. Nein, ich mache jetzt nicht weiter. Ich weiß auch noch nicht, wie groß dieses Abgehobene sein wird. Schauen wir mal. Gut. Hier ist jetzt wirklich nur noch Stein. Das ist auch eigentlich an sich nur in Zweierhöhe. Obwohl das jetzt heute noch, also ob ich dazu heute noch die Kraft habe, schauen wir mal. Also ich bewundere da echt andere Leute, die da, andere Let's Player, die da echt so 5 oder 6 Stunden Sessions reinhauen können. Keine Chance. Höchstens, wenn ich halt einen Spielwechsel drin habe, dann schaffe ich auch solche Sessions. Dann mache ich eigentlich immer solche Sessions. Immer an Samstagen. Also es ist dann echt so, dass ich an Samstagen mir sage, das war auch im, habe ich auch erwähnt dann in einem, in dem besonderen Video, ich sage jetzt nicht nochmal tausendsten. Oh, hab's doch gesagt, Entschuldigung. Weil da ist halt nochmal, der Samstag ist halt für mich dieser Tag, da nehme ich mir Zeit für mich und sage mir, ich zocke jetzt, ich nehme jetzt auf. Da kommt's echt mal vor, dass ich auch wenn dann so die 7-8 Stunden aufnehme, aber halt nicht das gleiche Spiel, sondern halt abgewechselt dann mal hier. Jetzt, irgendwann samstags wird es dann jetzt in den nächsten Wochen dann mal wieder sein, dass ich dann wahrscheinlich, also Brotherhood, also Assassin's Creed Brotherhood brauche ich jetzt erstmal nicht aufnehmen. Heute ist der 6. April, ja? In 2 Tagen ist der 8., wer hätte es gedacht, und da fängt die Schule wieder an. Und ich habe jetzt schon so gut vorproduziert, auch jetzt mit dieser Aufnahme, weil das jetzt schon echt 2,5 Stunden sind. Also ihr seht wieder, wie lange es hier läuft gerade. 2,5 Stunden, das ist schon so eine Zeitspanne. Und das wird nämlich mal auch noch jetzt an die 3 Stunden kratzen, das heißt, es sind 12 Folgen wieder. Und 12 Folgen ist halt schon fast 2 Wochen. Also es ist schon eine Zeitspanne, wenn dieses Video rauskommt, davor habe ich ja auch schon recht gut produziert. Das heißt, wenn dieses Video rauskommt, dann, ich weiß nicht mal, was für eine Folge das hier ist. Auf jeden Fall wird es so wahrscheinlich an die 150 kratzen, diese Folge. Vermute ich jetzt einfach mal. Vielleicht auch nur an die 140, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall schon... ja, ziemlich nah an der an der Halbzeit des Let's Plays, kann man ja fast sagen, weil spätestens nach Folge 200 ist ja dann wieder Schluss, entgegen der Ansage, dass ich ja gesagt habe, ja, ich mache hier so lange diese Burg fertig, bis ich da sage, da habe ich nichts mehr zu tun, also fürs Erste. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, es wird nicht über 200 Folgen hinausgehen. Weil dann muss, es muss dann auch wieder ein anderes Projekt kommen. Weil Minecraft soll für mich nicht so ein Endzeitprojekt sein, sondern so ein lalala, komm, ich hau das mal zwischendurch wieder rein. Ich hab mal wieder Lust drauf, hab eine Idee, ne, hab ich auch schon mal erklärt gehabt, dass ich das so machen möchte. Wenn ich jetzt hier gucke, ich meine, wir haben jetzt nicht viel gebaut in diesen, gebaut haben wir ja echt nicht viel. Jetzt in dieser Episode 2, wie ich es auch bei mir auf dem PC genannt habe. Weil es ist ja an sich nur so Episode 2 technisch, weil wir ja an unserer alten Welt weiterbauen. Ist ja nichts, ist ja kein Neuanfang oder sowas.
da, das ist so eine Sache, da habe ich mir gedacht, komm gut, dann baust du eben ja, passiv an deiner Welt weiter. Das mache ich ja an sich auch, weil ich baue ja wirklich eine Burg hier aus dem, was ich bereits gemacht habe. Aus einem Durchgangsbauernhaus, wenn man das so sagen will. Man kann es als halt nicht als Bauernhaus bezeichnen. Da ist meinem Hauptsitz, meinem Haupthaus. Und da wird dann halt echt, das, hier wird noch eine richtige Burg draus mit, interessante Musikwahl gerade. Mit einem Dorf hier, das genau hier entstehen wird, wo ich ja jetzt gerade alles wegmache. Das Dorf wird genau hier entstehen. Ich weiß noch nicht, wie groß das wird, ob das so eine reine Haussiedlung wird, kann ja auch sein. Man kann ja auch so ein eigenes Dorf machen, das erweitern dann in eine gewisse Ecke. Geht auch. Sieht auch interessant aus, aber naja gut. Ich dachte ja gerade, die Sounds wären hier innen drinne im Spiel, aber das wäre ein bisschen komisch gewesen gerade. Interessant, echt interessante, interessanter Track, den habe ich bis jetzt glaube ich noch nie gehört. Interessant, ja, also interessant, interessant, interessant. Ihr seht, der Wortschatz ist sehr groß, interessant, ne? Ach. Harakiri, wah! So hört sich das eher für mich an. Aber gut, jedem wie er will, jedem wie er will. Oh, guck mal einen an. Hoppla. Was ist mir denn da passiert? Lalalala, lalalala, das war ich nicht, das war ich nicht. Ihr seht schon wieder, ich baue mir hier wieder so ein Viereck-System zusammen, damit man wieder so einen Abschluss hat. Zweier Höhe und sowas. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Aha, ein Tick. Eine Zecke. Entschuldigung. Aber der musste sein irgendwie. Der lag mir gerade auf der Zunge. Muss ja auch manchmal sein, dass man einfach seine Klappe nicht halten kann und erstmal so einen richtig schlechten Witz raushaut. Kommt leider immer öfter vor. Auch bei wirklich richtig dummen Kommentaren, aber zum Glück sind die Kommentare dann nicht von mir. Also manchmal denkt man sich dann wirklich nur noch, ah, warum? Das war nicht nötig. Dagegen sind die Aussagen von Gronkh, Sarrazar und Rumpel, hier die Flachwitze, die sie da manchmal raushauen, sind dagegen ein Witz. Ein guter Witz. Habt ihr gemerkt? Wortwitz. Entschuldigung. Moment. So, da muss ich hin. Oh Mann, wie kann man nur auf die Idee kommen, hier eine Burg draus zu machen? Frag mich das bitte nochmal, wenn es fertig ist. Also bitte frag mich dann echt einer. Warum hast du das gemacht? Weil ich es kann. Warum hast du so lange gebraucht? Weil ich Lust hatte. Alles mögliche Antworten, ja. Ich gehe nur die Optionen durch, die ich antworten könnte. Also könnt ihr mit sowas rechnen. Geil finde ich ja auch, die Leute, die sich dann beschweren, die nur mit 20 Frames hier in Minecraft aufnehmen, weil sie sonst normalerweise mit 60 aufnehmen. Ich bin froh, wenn ich mal im normalen Game auf 60 komme. Aber es ist schon... Manchmal fühlt man sich einfach, da fühlt sich auch, da denke ich mir auch so, mein PC, der ist schon ein bisschen schlechter, ne? Das Schlimme ist, wenn ich das selbst weiß und dann es dann nochmal ja, aufgebunden bekomme, ja, das ist aber, ja, das ist ja grauenvoll hier mit, dass du so mit so wenig aufnehmen kannst, das ist ja schlimm. Aber ist halt für mich normal. Das ist das ganz andere. Das ganz andere. Oh, alter Schwede. Ich krieg langsam auch mal Hunger. Man's glaubt oder nicht, man kann auch Hunger bekommen beim Reden. Nicht nur Durst. Der ja auch nicht gerade unwichtig ist. Okay, ich schau mir das mal gerade hier an. Schau nochmal gerade, wo ich jetzt am besten durchgehe. Erstmal hier oben drauf. Ich sorge erstmal dafür, dass es nur noch eine einzige Höhe hat. Beziehungsweise ich könnte auch einfach jetzt so hier so durchgehen und sagen, ich mache jetzt wieder Schicht für Schicht. Könnte ich theoretisch auch machen, aber naja. Schauen wir mal, schauen wir mal.
Oder ich mache hier gleich wieder einen Klotz draus und dann sage ich tschüss. Ja, ich mache jetzt nochmal so einen Klotz draus. Ich mache jetzt hier nochmal einen so einen Strich durch. Strich durch die Rechnung. Den ich dann gleich nochmal abbauen kann. Und es wird auf jeden Fall schnell weniger, aber ich glaube auch unsere Spitzhacke wird das noch aushalten. Obwohl mir gerade auffällt, verdammt, wir müssen ja nochmal den ganzen Boden rausreißen. Alles, was nicht Stein ist. Also alles, was Stein ist, ist schon eher, muss ja dann auch rausgerissen werden. Nochmal, damit ja Erde rein kann, weil es soll ja dann auch alles aus Erde sein hier. Steinstadt geht auch, aber nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht, weil ich habe ja schon Steinmauern drumrum. Hier ein ganz normales Dorf, da schaue ich mir mal was ab. Mache mir vielleicht mal Screenshots von einem anderen Dorf und öffne die dann auf meinem linken Monitor, damit ich das sehen kann, damit ich das auch genau nachbauen kann. Oder ich mache so ein Einheitshaus. Schauen wir mal. Irgendwas werde ich hier schon auf die Reihe kriegen als Dorf. Vielleicht könnt ihr ja auch Ideen vorschlagen, was so ein Dorf, also wie so ein Dorf jetzt aussehen soll, ob es so sein soll wie ein richtiges NPC-Dorf, wo ich mir dann halt irgendwie Dorfbewohner reinhole. Schauen wir mal, wie ich das mache. Cheat, Huste. Was? Ich habe nichts gehört. Nee.